Hi Leute, willkommen beim nächsten Part. Ich bin euer Bahamut 2703. Viel Spaß. So, wollen wir mal weiterschauen. Wir waren gerade dabei, eine Föderationskolonie zu erobern. Okay, schauen wir mal hier, ob hier alles stimmt. Ein Schiff muss noch Informationen rein. So. Stimmt das? Tick, tick. Oh, wartet, ach, der hat schon 0. Okay, hier können wir schon die Invasion starten. Task Force will engage enemy vessels. Task Force will engage enemy vessels. So. Planetary Assault confirmed. Dann die. Planetary Assault confirmed. Und jetzt? Nochmal die Planetary Assault confirmed. Warum mache ich einmal Planet an Stopp, weil ich sicher gehen will, dass sie auch erstmal meine neuen Angriffskreuzer erstmal angreifen, dann meine Truppentransporter und als Verstärkung danach meine anderen neuen schweren Kreuzers. So kann ich ja sichern, dass sie auch wirklich durchkommen. Das ist so eine Eigenschaft von mir. Naja. So, ja, neue Schiffchen haben wir hier. Trainieren, trainieren. Ja, stimmt alles. Schauen wir hier mal noch kurz mal nach, ob hier wir neue Schiffe haben. Nein. Okay. Mal kurz mal die Wissenschaft wieder mal nachschauen. 7, 7, 6, 20% Fortschritt. Hier auch 20% drin. Und hier 15, genau richtig. So, machen wir eine Runde weiter. Und wir haben die Föderationskolonie erobert. Wir haben eine neue Forschung fertig. Das ist das Symbol für Antrieb. Jetzt können wir den Scout 3 bauen. There is news from our diplomatic corps. There is news from intelligence. Wir haben neue Nachrichten in Diplomatie. Oh, wir haben angenommen meine Allianz. Die Orion. Das ist sehr schön. Na, natürlich wieder Sabotage. So, den Planet haben wir erobert. Was habe ich gesagt? Wissenschaft. Ja. Na, schauen wir uns mal jetzt an. Hier ist 7. Dann können wir jetzt Waffen auch auf 20% machen. So. Perfekt. Eine neue Kolonie, denk mal, Planetenmanagement. Ist in Fabrikgebäuden rein, ballern die Arbeitskräfte. Die haben hier überhaupt nichts. Erstmal eine Schiffswerft. Energieverstärkung und dann eine Moralgebäude für die Moral zu heben plus nochmal die Jemadar-Squadron im Rennen schicken. Purchase order confirmed. Warum? Weil ich habe keine Lust, wenn die auf rebellisch irgendwann hier wären. Ja, dann können sie sich von das Dominion Imperium sich befreien, unabhängig von das von uns erklären, und das wollen wir ja nicht. So. Hier wieder die Formation wieder einstellen. So muss das sein.
Ordnung muss sein. Die Klingonen haben das System schon erobert. Ach, fehlt nur noch dies hier. Fliegen wir dort mal hin. Viele Schiffe von den Klingonen hier sind schon fleißig am Helfen, sind ja meine Alliierten. So mag ich es. Ja, wo wollt ihr denn hin? Geht mal dorthin. Jetzt wollen wir mal Planetenverwaltung. Eieiei, was ist denn hier los? So, okay. Und jetzt mal ein paar Industriegebäude. Purchase order confirmed. Okay. Okay, 3. Machen wir hier nochmal 5. Okay, 2. Purchase order confirmed. Das ist gut. Gut, da können wir mal Schiffe bauen. Ja, baut hier mal nur Zerstörers. Flexbien. Gut zu sein, okay. Versuchen wir hier einen auszunehmen. Nein, ist gut. Okay, können jetzt Schiffe bauen. 13 Runden. Okay. Und meine Kreuze ist in Force. Purchase order confirmed. Purchase order confirmed. Wir haben genug Kohle. Ja, das müssen wir hier ändern. Geht gar nicht, dass sie hier überhaupt keine Gebäude haben. Schau mal hier. Blöde Sabotage geht mir auf die Nüsse. Müssen wir hier ein bisschen was machen. Erstmal Wissenschaftsgebäude. Viel generell. Was war das? Sabotage. Dies brauche ich und dies. Und kriegen wir das hin mit dem Saft? Ich glaube schon. Okay, 2 Teile nicht an. So, gerade noch. Oh, die auch hier mal bauen. So, so. Die Brien. Mal checken. Okay.
viel sind das? 2, 4, 5. 5 Gebäude. Fabrikgebäuden. Wenn die fertig sind, können die wieder eine Bruinschiffe bauen. Purchase order confirmed. Wenzel. Hier rein. Oh, Strom. Jetzt eine Menge von. Okay, okay, bei 600. Irgendwie sowas. Stop, up, up. Ja. Und noch ein Upgrade. Das kaufen wir uns mal jetzt. Purchase order confirmed. Nicht unbedingt haben. Moralgebäude ist sehr schön. Ein Scanner. Ja. Was? Internatcamp. Das Internatcamp. Yep. Das ist immer schön. Mehr Industrie. Und Ackern. Machen wir hier noch 4. Fertig. Purchase order confirmed. Okay. So ist gut. Dann ein Scanner. Ne, ein Upgrade. Wir brauchen hier nur 50 Energie. Können wir hier zwar rein. Und dann Schiffe. Einfach. Nur schwere Kreuzers. Purchase order confirmed. Ich ihn hier gekauft. War jetzt ein bisschen teuer. Purchase order confirmed. Purchase order confirmed. Purchase order confirmed. So. Wir haben jetzt genug Nahrung. Das ist sehr fein. Müssen wir auch mal. Warte mal, ein Moralgebäude gibt es hier gar nicht auf so. Ja, okay. Das. Okay, was haben wir hier? Da sieht man da auch 3 hiervon. 4 Stück davon. Okay, fertig. Runde weiter. There is news from our diplomatic corps. Wir haben, glaube ich, neue Nachrichten bekommen. Die Romulaner, was wollt ihr denn von mir? Romulaner geben 4000 für einen Nicht-Angriffspakt. Na, nehmen wir das mal mit. Treaty will be accepted. Wenn ihr einen Nicht-Angriffspakt annimmt, dann könnt ihr auch sehen, wo sein Territorium ist, seine ganzen Planeten. Ist gut, wenn das Nicht-Angriffspakt vorbei ist oder ihr den. Wenn ihr meint, ihn zu bashen, dann wisst ihr direkt, wo er was hat. Also nicht angepackt ist schon eigentlich recht vorteilhaft.
nur als kleiner Tipp am Rande. Spiele dieses Spiel auch ziemlich gerne, ja. Ist einfach nur ganz klasse. Planetary Assault confirmed. Macht richtig Spaß. Planetary Assault confirmed. Den Mond auf jeden Fall macht einen super viel Spaß. Den ganzen neuen Schiffen und neuen Rassen, das ist einfach perfekt. Der beste Mond, der jemals rauskam. Okay. Damit eine Runde weiter. Wir haben einen nicht angespackt unterschrieben. There is news from intelligence. Oh, ja, neulich. Wieder Sabotage, wieder Akt. Naja, ja. Irgendwann krieg ich das auch in den Griff. So, alles weggebombt. Das ist sehr gut. Taskforce will engage. Transporter da? Natürlich nicht. Eine Runde noch. Ja, bombt sie so lange weiter. Planetary Assault confirmed. Dann haben wir hier noch Trill und Bullions. Bulliana, Heimatplanet. Die holen wir uns noch. Was haben wir denn hier? Dort rein. Den und den. Perfekt. Habe ich eigentlich mein Kolonieschiff? Den habe ich auch irgendwo hingeschickt. Das sind meine neuen Schiffe. Aha. Da noch zwei Runden. So, jetzt gucken wir auf dem Map. Also hier sind die Romulaner. Schön erkennen, dass sie sehr schön grün ist. Und direkt nebenan hier die Cardassianer. Okay. Mein Erkunder. Ach, hier ist noch ein erforschter Raum. Fliegen wir da direkt hin. So, jetzt machen wir mal wieder Diplomatie. Die Baku, jetzt endlich auf neutral. Gehen wir 3-5. Ja. Kaldonien, immer noch unfreundlich. Was soll denn der Mist? Ja, die haben gerade Allianz. Lassen wir noch ein bisschen schmoren. Ne, okay, gehen wir jetzt immer. Ein wenig. Jo. Ein paar Geschenke noch. Nausikana. Okay, das war's. Ja, machen wir jetzt noch mal eine Runde weiter. Eine nächste Forschung ist fertig. Industrie, ach, Bautechnik auf 7 haben wir jetzt.
an den Klingonen, haben die Klingonen eingenommen. There is news from our diplomatic corps. There is news from intelligence. Jetzt wollen sie mir alle ja nicht Angriffspakt geben. Was soll denn der Mist? Komm, nehmen wir an. Treaty will be accepted. Pusten wir die weg. Ich bin zu mächtig geworden. Okay, die Klingonen waren schneller hier. Na gut, gönne ich euch Klingonen. Angeblich die besten Krieger in Quadranten. Ach, die haben einiges drauf, die Klingonen. Möchte ich nicht im Kampf begegnen. Mit ihren Battlets. Bethlets. Ja. Okay. Hier mal hinfliegen. Ach, geht mal so lange hier hin. Dort mal trainieren. Oh. Natürlich. So. Stimmt das hier alles? The crew will commence training. Hier habe ich den Flottenbefehl durchgegeben. Ach, wir haben jetzt einen Nicht-Angriffspakt. There is news from our diplomatic corps. Und jetzt haben wir eine neue Nachricht. Die Baku haben abgelehnt. Die Nausikaner haben auch abgelehnt. 3-5, 3-9. Entschuldigung. Okay, dann müssen wir das nächste Mal ein bisschen mehr Kohle und mehr Krediteinheiten rüberwachsen. Oder mehr Geschenke. Müssen wir mal abwarten. Die Flotte ist unterwegs. Warum bewegt ihr euch nicht mehr? Doch dorthin. Okay. Purchase order confirmed. Sieht gut aus. Ja, jetzt machen wir wieder Planetenverwaltung, Management. Purchase order confirmed. Okay, 17. Energie ist gut. Was brauchen wir hier? 3-3, Upgrade 17, gut. Ein paar Upgrades, das sehe ich. Ja.
purchase order confirmed. Nicht mehr zu viel. Gucken wir mal hier. Vier Runden. Ja, komm. Ja, purchase order confirmed. Hier erhöhen. Das natürlich. Purchase order confirmed. Purchase order confirmed. Purchase order confirmed. Purchase order confirmed. Wartet mal, das war doch mal irgendwie faul hier, ja. Purchase order confirmed. 130, okay. Button wir ankriegen, super. Gucken wir mal. Machen Upgrade, machen. Hier ist es sehr gut. Das Energie ist immer gut. Und es geht weiter. Ein Föderationszerstörer gegen meine Flotte. Take invasive action, there could be more of them. Dann können die Föderation sich tarnen. Ach ja, da war ein klingonischer Scout noch dazwischen. Hab mich ja schon bewundert. Okay. We were successful. Der klingonische Zerstörer oder Scout war das ja. Wir sind der Allianzpartner, ich und der Klingone, also das Dominion und die Klingonen sind der Allianzpartner. Also wenn wir beide gemeinsam angreifen einen Feind, zählt das als eine Flotte. Ja. Nur als Info. So, eine neue Forschung ist wieder fertig. Waffensysteme auf 7, sehr schön. Klingonen zeichnen einen nicht angespackt mit dem Romulaner. There is news from our diplomatic corps. There is news from intelligence. Friendly. Friedensvertrag. Warum nicht? Treaty will be accepted. Ja, so. Mal bombardieren. Planetary assault confirmed. Hier. Planetary assault confirmed. Machen wir jetzt hier voll. Ja. Ach, mein Kolonieschiff ist endlich da. Sehr schön terraformieren. Select terraforming location. Yeah.
ein Schifflein. Ja, ich klicke immer dort drauf. Man kann es auch mit der Pfeiltaste machen. Und zu scrollen. Und Scout. Ja, ja. Na komm, egal. Raus her. Ach ja, wir haben ja gesagt, Waffenforschung war fertig. 777777. Okay. Dann wieder in Energie rein. Und in Biotechnik. Forschung 20%. Sehr schön. The crew will commence training. Wir ein Enforce, ein Heavy, Entschuldigung, ein Schwerkreuzer natürlich. Das Flaggschiff zurzeit erst vom Dominion. Okay. Warum brauchen meine toten Transporters? Wir haben jetzt ein Freundschaftspakt mit den Cardassianern geschlossen. Terraforming completed. There is news from intelligence. Vier Orbitgeschütze weggepustet von den Trillplaneten. Fällt nur noch meine Truppentransporter aus. Hier ist Ende. Fertig terraformiert. Schauen wir uns mal weiter an. Trill. Oh, hier gibt es eine Menge Arbeit. Dort mal hin schon mal. Wenn die Klingonen mir nicht zuvorkommen. Neue Schifflein. 999. Müssen wir eine neue Gruppe aufmachen. Tap, tap. The crew will commence training. Was haben wir denn da? Ein Föderationsfrachter. Lächerlich. Understood. We will destroy them. Understood. Komm, man kann nicht zerstören. Yes, sir. Sogar die Truppentransporter können ein wenig draufballern. Yes, sir. Was haben die denn hier? Select our target. Oh, sogar vier Impulsdisruptors und ein Ionentorpedo. Nicht schlecht für einen Truppentransporter. They underestimated us. Sieg! Das war eine glorreiche Schlacht. We were successful. Nicht wirklich. There is news from our diplomatic corps. There is news from intelligence. Oh, Forderungen zahlen hier. Ich glaube, ich spinne, ey. Oh, komm, wirklich. Ich zahle keine Forderungen. Hab ich noch nie gemacht. Fange ich jetzt mich damit an. Ich bin eine Großmacht. Ich brauche sowas nicht. Die können mich zahlen.
Task Force will engage enemy vessels. Task Force will engage enemy vessels. So. Planetarische Invasion vorbereiten. Planetary assault confirmed. Planetary assault confirmed. Perfekt. Planetary assault confirmed. Ja, der Planet wird auch nicht mehr lange. Ich glaube, das ist auch der letzte Planet der Föderation. Da sind sie eingenommen. Denn unser nächstes Ziel wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, die Romulaner werden. Die werden wir dann in die Steinzeit bomben. Egal, ob wir nicht anderes Pack mit dem Pack haben. Eine Latte dann. Wir müssen vernichtet werden. So, was haben wir denn hier? Ein Kreuzung, ein Angriffskreuzung. Gut. Ein Planetenkiller. Wenn man so gut dazu sagt. Assault and Force. Hm, okay. Wir sind gut eigentlich für Planetenangriffe. Haben viele Torpedoschächte. Aber die gehen kaputt bei planetarischen Bombardierungen. Was der einzige Vorteil ist hier. Also bei den Dominion, dass die Heavy Cruisers, also die schweren Kreuzer, das Flaggschiff des Dominion hier, was man zurzeit bauen kann von der Dominion, dass sie das aushalten, die planetarische Bombardierung. Und die anderen Schiffe gehen kaputt und das wollen wir ja nicht. Kostet nur unnötig an Ressourcen und an Menschenleben. Also ist es vorteilhaft, nur mit den Heavy Cruisers anzugreifen. Okay. Schauen wir jetzt mal noch mal kurz hier rein. Purchase order confirmed. Sieht gut aus. Hier zu viel Nahrungs-, Arbeitskräfte, Verschwendung. Hier rein damit. Decken Upgrade. Oh, oh, was sehen hier meine Augen? Das mag ich überhaupt nicht. Hier können wir sogar... ...wollen wir hier einrollen und... ...los. Machen wir das so, ja. Komm weg damit. Kannst du mir leisten. Und hier wieder. Ein. Hm, 6000. Nein. So viele Krediteinheiten, 47.000, das was ich haben wollte. Und wir wollen ja auf dem Teppich bleiben. Purchase order confirmed. Purchase order confirmed. Purchase order confirmed. Fünf, was habe ich dir gesagt? Die Hälfte, also kaufen. Purchase order confirmed. Purchase order confirmed. Was haben wir hier? Heavy. Purchase order confirmed. Purchase order confirmed. Ich hoffe, wir sind wieder am Ende gelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin euer Baron 2703. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.